Also zunächst einmal sind es Insekten, um die wir uns heute besonders kümmern, mit Insektenhotels, mit Blühflächen, mit Büschen, die das Jahr über blühen. Und dabei ganz besonders die Bestäubenden, weil die für uns Menschen, für die Nahrungsmittelproduktion eine ganz wichtige Rolle spielen. Es sind sehr viele Wildbienenarten, aber auch andere Insektenarten, die hier im Fokus stehen. Wir haben heute zwei große Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben das Artenschutzzentrum Augsburg als wissenschaftliches Ankerzentrum für all diese Dinge vorangebracht und haben die Umsetzung praktisch heute eingeläutet. In diesem Monat beginnt schon der Aufbaustab mit der praktischen Umsetzung eines solchen wissenschaftlichen Zentrums. Der zweite Punkt ist ein Blühpakt Bayern zusammen mit Landwirtschaft, mit Wirtschaft, aber auch mit den Kommunen, den Straßenbaulastträgern. Aber auch mit jedem einzelnen Bürger wollen wir dafür werben, hier die Flächen so zu gestalten, dass für Bienen, aber auch für Wildbienen und andere Insektenarten günstige Lebensbedingungen geschaffen werden. Wir haben jetzt zunächst einmal 3 Millionen Euro hier in dieses Projekt gesteckt. Aber wir haben über Kulturlandschaftsprogramm 50 Millionen plus 10 Millionen heuer in diesen Bereich investiert. Über Coolab werden über einen anderen Topf zig Millionen ausgeschüttet. Also das Gesamtprojekt ist ein millionenschweres, bei dem aber in meinen Augen ganz wichtig auch die Menschen sind, die es verstanden haben müssen. Und wer überzeugt ist und wer weiß, wie es geht, der kann seinen Beitrag leisten, ohne dass es viel Geld kostet.